Hallo YouTube, ein neuer Tag, ein neuer Tag. Gestern mal am Abend haben wir noch den Suzuki S-Cross zurück zu dem Autohaus gebracht. Natürlich habe ich den Simon mitgenommen, es war schon nach 22 Uhr, weil da fährt sowieso kein Bus mehr von Kempten nach Innsbruck. Was ist passiert? Eine Verkehrsstreife, Polizeistreife hat uns angehalten und kontrolliert. Denkt man, ist ja nichts Böses, nicht? Man ist ja eine Überstellung, alles legal. Zwei Anzeigen. Eine illegale Personenbeförderung. Ich hätte darf meinen Angestellten nicht mitnehmen für die Überstellung. Ist verboten, Gesetz anscheinend. Na, wir haben das erklärt. Es ist nach 22 Uhr. Es fährt kein Bus mehr von Kremmerton nach Innsbruck. Was würde er tun? Ne? Soll er ihn jetzt oben in der Werkstatt lassen oder zu Fuß hangen lassen? Na, würde er schon auch so machen, aber so sind die Gesetze. Ich habe jetzt eine Anzeige wegen illegaler Personenbeförderung bei einer Überstellung, also furchtbar. In Tirol wird man fürs Arbeiten bestraft und Drogendealer und Gangster laufen da rum. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Die zweite Anzeige ist, weil ich kein Fahrtenbuch geschrieben habe. Da hat er ja sogar recht nicht, aber illegale Personenbeförderung, das muss man sich einmal überlegen. Schwamm drüber, werden wir überleben. Und jetzt müssen wir schnell in die Werkstatt, weil heute kommt die neue Hebebühne. Jetzt müssen wir ausräumen. Das haben wir jetzt aufgeschoben bis zur letzten Sekunde. Gell? Jetzt muss das Wohnmobil raus, die alte Spenglerbühne raus, alles raus, 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 damit der dann mit der Hebebühne reinkommt. Also los, fahren wir in die Werkstatt. Die Hunde suchen den Camper, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Wir warten auf die neue Hebebühne. Jetzt haben wir da alles klar schief gemacht, alles sauber gemacht. Das war wieder ein riesen Kraftakt. Man hat immer gemeint, da steht nichts rein. Gell? Da, das ist alles da drin gewesen. Da wärst du verrückt. Mal, was macht denn die Sina da? Die haben eigentlich nur da aufeinander geschmissen, weil wir sie loswerden wollten. Naja, wenn es gemütlich ist, Casino, passt. Der Simon fängt schon an mit dem 6.1, California. Ganze Papier und Nylon entfernen. Heute schaut er natürlich wieder genial aus. So frisch gefällt es mir nie, aber so schaut es wieder super aus. Ganz gut. Da muss ich ein bisschen nachspritzen. Da ist ein Rinder, der hat wieder reingespritzt, gell. Es ist eben mit der Erde oft einmal ein bisschen zart. Na, ist gut. Da ist Mike Sanders. Aber das ist wie Butter. Schau her, wie Butter ist das. Mir gefällt es nicht. Sicher der beste Rostschutz, weil das jeder sagt und jeder Test spricht. Und das, die lügen sicher nicht, aber mir taugt das gar nicht. Das möchte ich eigentlich nicht mehr hernehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da verbraucht habe. Wie viel ist denn da drin gewesen? 4 Kilo. 4 Kilo, Mike Sanders. Ist nicht ganz leer, aber so, sagen wir, 3,5 sind drin jetzt da in dem Auto. Das ist mega viel. Naja, da haben wir nochmal entblättern und zusammenbauen. So, liebe UBS-Freunde, heute ist schon das Video zu Ende, weil es heute nicht viel an die Autos zu arbeiten gegeben hat. Heute haben wir eigentlich den ganzen Tag noch rumgekramt, die alte Bühne rausgestellt da, damit die neue dann dort rein Platz findet. Aber die kommt nicht, die kommt morgen und morgen bin ich nicht mehr da. Morgen bin ich in der Steiermark, da schaue ich mir einen Betrieb an, der Eis strahlt. Der zeigt mir genau, wie das läuft, was man braucht.
da spart man wahrscheinlich viel Irrwege, was man oft einschlägt, gell, wenn man sich das selber noch nicht richtig vorstellen kann. Der D6.1 ist fertig. Alles zusammengebaut, Räder nachgezogen, keine Schraube übrig. Der ist konserviert für die nächsten Jahre. Und die Achsen muss man halt irgendwann mal nachspritzen und das kontrolliert dann der Besitzer selbst. Ein bisschen wenig Licht, Freunde, ich weiß, aber man sieht eh nichts mehr. Ist alles zusammengebaut, alles Plastik. Soweit. Soweit, so gut, das sagen der Simon und ich für diese Woche Ade. Und nächste Woche haben wir Urlaub, da bin ich wieder in Ungarn, da habe ich zwei Zahnarzttermine. Die Nachbarn muss ich was graben in Backer und so, da setzt dann von unten wieder ein Video. Und wie ich das jetzt morgen handle, wenn ich nicht da bin und die Bühne kommt, weiß ich noch nicht. Und diese alte Spanglerbühne, die verkaufe ich um 200 Euro oder so. Wenn ich einstrahlen schon könnte, dann war die wahrscheinlich wie neu. So ist sie halt mit viel etwas Rost und Spritzstaub vom Lackieren ziemlich verunstaltet. Jetzt liegt sie mal da und schaut, ne? Ja. Gut, dann bis übernächste Woche erst wieder. Viert euch!